So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir den Drachen, der hier irgendwo durch die Gegend geflogen ist, verfolgt. Und ja, waren dabei jetzt eher minder erfolgreich. Und deshalb wollen wir jetzt mal noch ein bisschen so grob in die Richtung gehen, wo er her... Nee, halt, wir wollten eigentlich dahin, oder? Und was hatte ich da eigentlich markiert? War das das Labyrinth? Nee. Der Berg? Wieso habe ich den Berg markiert? Ein bisschen verwirrt bin ich jetzt schon. Na gut, wir wollen dann mal da den Weg. War da der Turm? Ja, zum Glück ist es nicht irgendwie eine Weile her, dass ich aufgenommen habe und ich bin nicht irgendwie verwirrt oder so. Ich lege mal kurz diese klappernde Rüstung ab. Gegen nicht Zora hier. Gegen das hier. So, deutlich besser. Und ich brauche dringend wieder mehr Ausdauer. Ach ja, wir haben ja beim letzten Mal noch gegen die Leuen gekämpft. Da war ja was. Okay, und dann wollen wir wirklich ins nächste Gebiet, wer soweit ich weiß. Vielleicht packe ich mal das letzte Teil auch noch dazu. Für Ausdauerschrecken oder sowas. Ach ja, Moment, halt. Ich muss auch noch nach Ateno. Aber vielleicht mal jetzt zuerst den. Nee, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, ich mache zuerst den Schrein da unten. Dann kann ich mich nach Ateno teleportieren. Ich habe ja noch den Feuerstab, den der kleine Junge wollte. Dann kann ich gleich mal noch gucken, was aus dem Typ und seinen Ausdauerschrecken geworden ist. Für. Irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Für die Olle halt. Und dann können wir, glaube ich, wieder zurück. Wenn ich jetzt nichts Wichtiges vergessen haben sollte. Vielleicht sehen wir auch nochmal den Drachen unterwegs. Das wäre wünschenswert. Wenn wir irgendwann mal noch irgendwo ankommen. Das wäre ebenfalls wünschenswert. Habe ich noch irgendwie Sportgedöns? Kein Sportgedöns. Schade. Dann halt kein Sportgedöns. Ah, welcher Turm war das? Das war der gelbe. Okay, da muss ich sowieso hin. Hör. Moment, Libelle. Glutlibelle. Und da nochmal. Welche Libelle brauche ich nochmal? Zitterlibellen? Ich glaube Zitterlibellen. Ich glaube, ich brauchte noch alle Libellen, außer Glutlibellen. Moment, hier ist sogar der richtige Weg. Ich komme nur hier lang zu dem Turm da hinten. Das ist jetzt aber ungünstig. Und sehe ich da hinten noch? Ja, die habe ich beide schon markiert. Okay. Okay, dann gehe ich vielleicht doch zu dem Turm da zuerst. Habe ich... Ich habe auch nichts, was mich wärmen könnte. Außer meinem... Dingensgewand. Verdammt, wie... Winterwams, das war's. Sage ich doch. Winterwams. Das ist ziemlich nah an Dingensgewand dran, finde ich. Tabanta-Elch. Die geheime Welt von Tabanta. Ich erinnere mich. In Minish Cap, oder nicht? Oh, Moment, fuck. Hier ist es zu kalt. Selbst für meinen Winterwams. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Na gut. Dann muss ich eben doch nochmal weg. Also gut. Nein, da kann ich mich eben nicht hin teleportieren. Will ich jetzt zuerst noch da hinten rennen? Moment, nochmal kurzer Anhang. Ich muss, wenn ich da hoch will, hier rum. Dann bringt es mir eigentlich nicht wirklich viel, zuerst den Schrein da unten zu machen, weil dann muss ich ja sowieso den ganzen Weg hier hochrennen, dann kann ich mich auch hier hin teleportieren und... Nee, das ist doof. Da bin ich ja wieder in dem dunklen Gedöns. Ach, so ein Mist. Wo ist das Pferd, wenn man es mal brauchen kann? Wenigstens die Ausdauerschrecke. Wenigstens sind hier viele Glutlibellen, die kann ich dann auch verwenden. Aber dazu brauche ich erstmal einen Topf. Na, komm, das schaffst du. Das schaffst du. Los, Link, ich glaube an dich.
Ah, er glaubt selbst wohl nicht an sich. So, hier aber. Na also, geht doch. Ah, komm schon. Ach, wenn ich nach vorne drücke, ist es schneller. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja praktisch. Hallo. Mit den eigenen Augen. Schildschlitten. Das ist richtig. Es kann sprechen. Na gut. Moment. Am besten den direkten Weg. Das heißt... Hä? Ach, das ist der Schrein? Oh. Okay. Rennen wir da lang. Da oben ist schon der dritte Titan, oder? Ja. Sehr schön. Oh, was steht denn da für eine Hütte? Kann ich da irgendwas abgreifen? Das für ein Schwert habe ich eigentlich gerade ausgerüstet. Das Masterschwert. Vielleicht wechsle ich mal zu dem Ritterschwert hier. Wobei, nee, ich gehe doch mal zum Masterschwert. Ich will mal rausfinden, wie viel das aushält. Schade, dass man nicht im Brunnen hüpfen kann. Na. Ah. Ja, ja, weiß ich. Ja, 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 mhm. Bring mir mal was Nettes zurück. Und zwar meinen Kopf. Du kannst mir nicht meinen Kopf aus der Gerudo-Wüste zurückbringen. Bist du bekloppt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na los, komm her. Ich sehe nichts. Doch. Drei Schläge und das war's, die sind echt billig. 61 Rubine, nicht übel. Den Kopfsammler lasse ich hier. So. Das ist sonst nicht so viel, oder? Nee. In Athenio kann ich mir auch nochmal Ausdauercontainer zurückholen. Das sollte ich dringend. Moment, wie viele Dingens habe ich? Hier, Zeichen der Bewährung. 4! Oh! Ja, dann kann ich mir in Athenio gleich 2 Ausdauercontainer wiederholen. Einen zurückholen und einen neuen dazu. Wieso habe ich das nicht schon eher gemacht? Wenn ich da. Achso, das habe ich mir zuletzt da in dem Schrein da in der Pampa geholt. Ich erinnere mich. Du stehst doch bestimmt gleich auf, oder? Na komm, es dämmert schon. Na los! Aufwachen! Keine Zeit für Faulenzer. Hm. Verrostete Hellebarde. Brauche ich nicht. Rostiger Zweihänder brauche ich auch nicht. Wie sieht es eigentlich hier aus? Da ist nur Abgrund, oder? Und die Drachen sehe ich auch nirgends mehr. Hm, ich nehme mich mal mit. Was bist du denn? Eine Spurtexte. Das ist, trifft sich sehr gut. Die könnte ich noch gebrauchen. Hm. Blutebälle? Nein, nein, Link. Jetzt wird nicht runtergefallen. Ja, da komme ich niemals bis ganz auf. Was ist. Was? Was ist das denn? Finde ich da vielleicht einen Drachen? Vergessener Tempel? Das sieht sehr gut aus. Ach, da kann ich. Doch, da kann. Nein, da kann ich nicht rein. Da ist nur ein blöder Krog. Ja, komm. Ja, damit. Danke, reicht. Hier ist nichts. Das ist irgendwie ein bisschen unnötig hier. Ist da hinten vielleicht noch was? Ich bezweifle es ehrlich gesagt gerade. Ah? Ist das eine Inschrift? Nein, das ist keine. Das war vielleicht mal eine. Was ist das hier? Hm.
Na gut, dann wechsle ich mal auf die Kletterausrüstung und dann geht's mal nach oben, hätte ich gesagt. Komische Dinge passieren hier. Wobei, nein, hier passiert ja nichts. Das ist wobei vielleicht doch ein bisschen komisch. Bitte das wobei aus diesem Satz streichen. Danke. Ach, da kann ich doch runter. Komme ich da vielleicht unten rein? Will ich das jetzt ausprobieren? Das ist die bessere Frage. Jetzt gucke ich erstmal oben. Nein, gehst du wohl da hoch, Link? Ich glaube, es hackt. Das ist nicht nass. So. Geht doch. Gut. Ist hier oben noch was? Und warum zum Teufel wird mir hier, also der Tempel genau hier angezeigt? Ist da was? Nö, hier ist nichts. Nichts, was wie ein Eingang aussehen würde. Aber es gibt doch bestimmt hier irgendwo einen Eingang, oder nicht? Das ist doch nicht einfach nur eine Ruine, in die man nicht reinkommt. Das wäre langweilig. Das scheint es aber doch irgendwie zu sein, glaube ich. Zumindest sieht das gerade echt danach aus. Oh. Oh, was ist denn da? Was habe ich denn da erspäht? Was ist dahinter? Na toll, noch ein Krog. Oh. Kann ja nicht mal was Nützliches sein. Das hast du verdient, weil du kein Schatz warst. Hier ist uns echt nichts, oder? Das ist schade. Der Tempel ist ziemlich groß. Wer rechnet denn mit sowas? So ein Riesentempel hier, in dem man dann nicht mal reinkommt. Da hätte wenigstens noch ein Labyrinth drin sein können oder sowas. Irgendwas Spannendes, was zum Forschen einlädt. Und nicht nur zum einmal drüber rennen und feststellen, dass es da nichts gibt. Wahrscheinlich bin ich am Eingang vorbeigerannt. Das würde mich nicht wundern. Ich würde es mir zutrauen. Aber es sieht halt echt nicht so aus, als ob man hier irgendwo reinkommt. Was ist denn da? Ah, noch ein Krog. Ist es nicht langsam genug, Spiel? So, wo ist denn... Wo ist denn da? So, wo musst du jetzt hin? Hier irgendwo? Da nicht? Da nicht? Irgendwo oben drauf? Oh, na toll, Blutmond. Schon wieder. Ja, da rein, oder? Okay. Der dritte Krog in diesen Ruinen. Oder schon der vierte? Eins, zwei, drei. Der dritte. Sauboebenen. Na komm schon. Mach ein bisschen flott. Dass wir es schnell hinter uns haben. Dankeschön. Wenigstens kann man das nicht überspringen. Ich glaube, das war am Anfang nicht so. Wobei ich es da nie versucht habe. Aber ich meine, irgendwann kam ja ein Update und ich meine, ich hätte auf Twitter Beschwerden darüber gelesen, dass man sich das jedes Mal angucken muss.
Allerdings würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass es so war. Ich würde mir allgemein niemals selbst trauen. So, wo war jetzt der Hinox? Es war kein Hinox, es war ein Skelett. Irgendwo da oben. Ein Hinox-Skelett? Heißen die Dinger so dann? Ich vermute es einfach mal. So, komme ich da hoch? Sieht schlecht aus, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon zu viel Zeit hier unten verschwendet und bis ich oben bin, ist der wieder. Schläft er schon wieder. Hier scheint nicht hochzukommen. Na dann mach mal, Link. Daruks Turm ist jetzt einsatzbereit. Wobei ich ja sagen muss, ich finde das Klettern selbst auch irgendwie ganz reizvoll. Habe ich jetzt so in der Form wie Link. Oh, der Drache! So in der Form wie Link hier noch nie gemacht. Aber das heißt ja nichts. Gut, ich glaube, die wenigsten sind schon mal an glatten Felswänden hochgegangen. Ohne Ausrüstung. Kann ich dich von hier unten abschießen? Niemals, oder? Zu tief. Mist. Kommt er noch ein Stück runter jetzt? Oh, die Musik. Ich gehe mal jetzt da noch hoch. Dass ich mal beobachten kann, wie der sich bewegt. Ob der irgendwo runterkommt noch. Oh oh. Ein bisschen zügig, Link. Nein! Gar nicht gut. Oh, fuck. Wieso immer im falschen Moment? Wieso hasst mich das Spiel so? Oh, ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Ich war fast oben. Na. Und wo kommt er jetzt runter? Da hinten irgendwo. So ein blöder Dreck. Manchmal hasse ich das Spiel. Und wenn ich, während ich noch am nach unten fallen bin, hört der Regen wieder auf. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Was soll der Blödsinn? So, da hinten. Da kommt er runter. Da ist er am Tiefpunkt irgendwo. Das muss ich mir markieren. Nein, nicht! Gott sei Dank. So, die Markierung da kann weg. So, geht doch. Das heißt, Moment, das heißt von hier oben aus. So, dann markiere ich mir das hier mal. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur warten, bis er nochmal da vorbeikommt. Und das Skelett irgendwo wieder finden. Wobei das jetzt wahrscheinlich gleich wieder auf... wieder... Na und so. Verdammt, wieder deaktiviert ist oder sowas. Wie formuliert man das denn? Das kann man doch nur falsch formulieren. Na komm, wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Ach da. Oh. So, wo ist es jetzt? Da hinten irgendwo? Ne, ich hab's verloren. Ach Mist. Hey, im Ernst, wo ist das hin? Das war doch hier irgendwo. Oh, nein, Mist. Hä? Jetzt bin ich sehr verwirrt. Moment, ich wechsle mal wieder die Kleidung. Da sind die ganzen Insekten vor mir wegfliegen.
es ist irgendwie weg. Ja, schade war's. War's da hinten irgendwo? Nö. Oh, da ist der Drache wieder. Oder immer noch? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das Blöde ist nur, ich muss ihn gleich mit einem Elementarpfeil abschießen. Weil ich alle Pfeile vorher verschossen habe. Schlau wie ich bin. In der Hoffnung, ihn treffen zu können. Ach, da war das so weit weg. Okay. Ja, das bleibt jetzt natürlich liegen, nehme ich an. Ja, war ja klar. Na gut, ich markiere das mal eben schnell. Ich komme da niemals rechtzeitig an. Ich bin mir fast sicher. Der Drache ist aber auch immer wieder weg. So ein listiges Ding. Er windet sich immer wieder aus dem Weg. Oder davon, oder? Er windet sich aus dem Weg, klingt aber auch ziemlich bekloppt. Was ist das denn? Achso, Wuchs! Das ist gerade so ein komischer Pilz. Der sich auch noch bewegt. Lebendige Pilze. Also, lebendig im Sinne von sich schnell bewegende Pilze. Die ihren Aufenthaltsort ändern. Gut, mit der Definition könnte man auch Fußpilz als lebendig bezeichnen. Natürlich ist der Drache weg. Ah, na gut, dann gucke ich mal hier. Ach, das ist ein Stall? Dann gucke ich halt mal über den Stall vorbei. Stall von Marita. Oh, chili. Na, komm her. Oh, oh, was zum... Meiner Meinung nach... Moment, ja, okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Meiner Meinung nach wurde den Kolosswalen der Urzeit eine Eiszeit zum Verhängnis. Ich bin überzeugt, dass die Kolosswale durch eine Vulkaneruption ausgerottet wurden. Ja. Ich denke, dass die Kolosswale wegen Wassermangel aufgrund einer Dürre ausgestorben sind. Oh, tut mir leid, dass wir dich nicht beachtet haben. Wir erörtern, warum die Kolosswale ausgestorben sind. Das ist eine Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Leider sind die Orte, an denen die Knochen der Kolosswale zu finden sein sollen, unerreichbar für uns. Deswegen können wir nur spekulieren, aber wir wissen zumindest ungefähr, wo die Knochen zu finden sein müssten. Und zwar nordöstlich in Eldin, Hebra im Nordwesten und... Was? Und zwar nordöstlich in Eldin, Hebra im Nordwesten und Gerudo im Südwesten. Alles gefährliche Orte. Du siehst aus wie jemand, der für den Gefahr das tägliche Brot isst. Kannst du nicht mal an diese drei Orte gehen und Bilder der Knochen der Kolosswale für uns anfertigen? Besonders gern würde ich den Kopf sehen. Wenn der auf dem Bild ist, ist alles in Ordnung. Wenn du das schaffst, bekommst du 300 Rubine. Wird erledigt. Du erweist damit der Wissenschaft einen großen Dienst. Die 300 Rubine warten hier auf dich. Damit sind doch bestimmt die... Ist das jetzt markiert? Wahrscheinlich nicht. Aber damit ist doch bestimmt hier oben der da gemeint. Hier, das Eldin-Riesenfossil. Das könnte in der Tat mal ein Wal gewesen sein. Nein, Quatsch. So, markier das mal. Ja, tatsächlich. So, wo sind die anderen zwei? Nicht markiert. Das ist ja toll. Oder ist der... Nee, da ist nur die Quest markiert. Hä? Das ist ja gar nicht markiert. Bin ich jetzt blöd oder was? War das nicht gerade eben noch markiert? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Moment, nochmal. Ach Quatsch. Da! Achso, das ist die aktuelle Position. Okay, das... Ja, vergisst einfach. Vergisst. Vergesst das einfach wieder. Na gut. Oh, hier kann ich mir mal was kochen. Kann ich mich da hinsetzen? Nein? Schade. Nicht anfackeln, Link. So. Dann packen wir mal 5 von den Dingern da hin. Oder in die Hand und kochen mal. Mal gucken, was draus wird. Scharfe Bratschili ist Level 1. Ich brauche aber mehr als Level 1. Okay, dann versuchen wir es mal mit Glutlibellen.
1, 2, 3, 4. Plus irgendwas Tolles. Hier ein Leunenherz. Na also. Geht doch, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das mache ich nochmal. Wo? Nicht, vielleicht nicht nochmal mit einem Leutenherz, aber nochmal. Sowas ähnliches. Wo ist das denn? Ach, ein Hinox-Herz. Oh, nehmen wir mal einen Hinox-Zahn. Elf Minuten 50. Das ist auch noch in Ordnung. Behalte ich mal. Was ist hier? Reis, Fleisch und Salz. Das ist ein typisches Reisgericht, hätte ich jetzt mal behauptet. Eine friedliche Landschaft. Es ist schön, sich hin und wieder mitten solcher Ruhe den Malen hinzugeben. Hallo, da sieht man sie wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Na gut, zeig mal her, wo war denn dieses Bild? Ach. Schloss Hyrule, ja, nördlich des Schlosses. Im Süden des Schlosses soll sich Hyrule Stadt befunden haben, aber hier sehe ich gar keine Gebäude. Okay. Nördlich des Schlosses, ich wollte die Karte. Also im Prinzip hier irgendwo. Hier vielleicht. Ulmo-Anhöhen. Oder so. Nee, das muss noch weiter im Norden sein, oder? Hier oben irgendwo? Ach, keine Ahnung. So, was wollte ich jetzt? Da hinten lag noch irgendwo Zeug rum. Ich hab's da hinten blitzen sehen. Ach, das waren Pilze. Fittlinge. Und Terry natürlich. So, was hast du denn da, Terry? Was? Habe ich irgendwas Besonderes? Ein Ausdauerkäfer? Wie viel? Ach so. Ja, mach mal. Das brauche ich sowieso. Ach, Level 1. Blödsinn. So. Zeig mal her, was du verkaufst. Holzpfeile. Davon nehme ich mal 10 Stück mit. Und die 20 hier nehme ich auch nochmal alle mit. Blutdiebe, der Schleichwürmchen, Fittkröte. Fittkröte brauche ich nicht, ich brauche Sportkröten. Okay, danke schön. Was ist das hier, ein Feuerstein? So, das war's hier, oder? Ich glaube schon. Was wollte ich jetzt? Ich wollte da unten zum Schrein. Und ich wollte vielleicht nochmal gucken, was der Drache so macht. Offensichtlich ist er gerade nicht in Stimmung. Vielleicht, wenn ich hier mal bis abends warte? Oder... Ja, komm, ich warte mal bis abends. Vielleicht ist er ja dann gerade zufällig wieder da. Oh Gott, das Geräusch schon wieder. Wie ich es hasse. Oh, tolles Wetter. Na toll, jetzt kann ich auch nicht mehr warten. Das hat ja super funktioniert. Ja, so ein Mist. Ja, ist ja gut. Wird der Blitz mich auch hier am Dach? Nein. Gott sei Dank. So, gehen wir erstmal hier rein. Da sind sie immerhin alle versammelt. Niemand hat was Interessantes zu erzählen. Na dann, nehme ich mal ein Bett. Ja, ein normales Bett. Bis abends. Dann kann ich vielleicht auch nochmal zum Skelett zurückrennen. Dankeschön. So, jetzt ist es immer nur noch normaler Regen. Hey, Moment, was ist... Ach, das war der grüne Schrein. Ja, passt. Ich renne in die falsche Richtung. Da ist der Drache. Der fliegt gerade wieder... Nein, der fliegt nicht zurück. Oh, sehr schön, der fliegt in die richtige Richtung. Geht doch. Nehmen wir noch die Schwattlinge hier mit, wenn die gerade schon da sind. Oh, und ein Maxi-Trüffel. So, da hinten wollte ich irgendwo hin, oder? Ja, sehr gut. Das Problem ist jetzt, die Schuppe wird ja bestimmt nicht in meine Richtung fallen, sondern nach da unten dann.
Das könnte zum Problem werden. Oh, und da hinten sehe ich Gegner, oder? Oh ja. Noch. Keine Zeit für euch. Lass mich. Na. So. Ich muss zum Drachen. In der Hoffnung, dass das der Richtige ist. Ich habe doch die Schleichsachen an, oder? Ja, komplett. Okay, das ist gut. Dann bemerken die mich vermutlich nicht. Obwohl ich hier am Rennen bin. Was? Ach, der Fuchs war das. So, weg mit euch. Ja, ja, ja. Lasst mich in Ruhe. Speichervorgang. Das ist gut, denke ich. Sehr schön. So, komm zu Papa. Vielleicht rüste ich mal eben schnell einen Bogen aus, der drei Pfeile auf einmal verschießt. Hier, den Waldbogen. Das war zu tief. Das auch. Na komm schon. Nein. Ja, das hat getroffen. So, wo ist jetzt die Schuppe? Da, sie kommt zu mir. Fang. Nein, sie kommt nicht zu mir. Ist egal. Ich habe ihn getroffen. Das ist alles, was zählt. Kann ich ihn noch heute rausschießen? Nein. Naja, egal. Nein, jetzt ist sie nach unten gefallen. Problem, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Scheißegal, ich habe die Schuppe. Eldra-Schuppe. Oh, Gott sei Dank. Verströmt eine unnatürliche Hitze. Kann man sie zum Kochen... Man kann sie zum Kochen verwenden. Das, doch das wäre Verschwendung. Okay. So. Ja, ja, ihr mich auch. Ich will jetzt wieder nach oben. Ist mir egal jetzt. Ich will jetzt wieder hoch. Ich nehme die Sportmedizin. Die ich gerade von Terry bekommen habe. Die unglaublich wertvoll war. Hust. Und die zum Glück... einen riesen Unterschied macht. Nein, du bleibst gefälligst hier stehen, Link. Du bleibst gefälligst hier stehen, habe ich gesagt. Ja, hat ja super funktioniert. Na toll, jetzt bin ich wieder unten, oder? Ja. War ja klar. Fliegt er wieder zurück, oder was machst du? Nein, das ist der Mond, der sich da verzieht. Hä? Was macht hier solche Geräusche? Ist das... Hä? Hier ist doch gar kein Drache mehr. Ach, da ist er... Oh! Der ist gerade oben in nichts verschwunden? Okay. Mist, ich hätte mal ein Bild von ihm machen sollen. Ich wette, da gibt es irgendwann noch eine Quest für. Ja, so kann ich natürlich hier stehen bleiben. Ist klar. Naja. Ich hoffe mal, ich komme noch da oben an. Dann kann ich zuerst den Schrein da hinten machen und dann geht's. Och, wisst ihr was? Ich sehe gerade, die Folge ist fast rum. Also dann machen wir auf der nächsten Folge halt den Schrein da hinten und dann geht's. Moment, lass mich überlegen. Dann geht's nach da hinten zur Quelle der Kraft. Und von der Quelle der Kraft aus geht's dann nach Hateno. Und von Hateno aus geht's dann wieder zurück. Bin ich erstmal gespannt an, was wir an der Quelle der Kraft bekommen. Und ich glaube, ich brauche gleich was, um meine Ausdauer wieder aufzufüllen. Sowas hier zum Beispiel. Sonst komme ich nämlich nicht bis nach oben und das wäre ungünstig. So. Nein! Das Link... Ich bin so doof. Bin jetzt wieder unten? Du bleib... Nein, Link, nein. Och, Mann. Ich bin wieder unten. So ein blöder Trick. Was soll denn das? Na gut, vielleicht sammle ich dann wenigstens den Sportling da oben noch mit ein.
Oh. Ja, nee, vergesst es. Jetzt muss ich zuerst noch da hinten gucken. Und wehe, da ist wieder nur ein Krog drin. Ups. Oh. Na gut. Ich werde dann auf jeden Fall in der Zwischenzeit mal nach da oben klettern und wir sehen uns dann da oben in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.